unsere Onigiri-Video gesehen? Dann heute kochen wir Miso-Suppe, Miso-Shiru, passt zusammen auch dazu. So, dann kochen wir. So, das ist dann Zutaten. Miso-Paste. Und die Bouillon von Bonito. Das ganz einfach war, das kann man asiatische Lebensmittel zu kaufen. So, und dann das Gemüse, das ist dann auch, ist egal was, zu Hause noch übriger hast. Dann heute nehme ich, das ist dann meine Lieblingsgemüse wieder, Mühlen, Karten. Und dann Kartoffeln auch, vielleicht wahrscheinlich zu Hause noch. Und Tomaten auch, Kühlschrank noch, oder Vollelauch. Ja. Und, apropos muss ich zu sagen, dass euch auch Seiji hat auch richtig Bouillon, Kombu und Bonito Bouillon zu bereiten. Das Video schon gepostet. Dann schaust du nochmal. Check it. So, dann schneide ich mir. Schneiden wir. Lieber so ganz feiner, dünn schneiden. Schneiden bitte. Kartoffeln. Dann mache ich halbieren. Auch so wie Mühlen, so fein schneiden bitte. So, Vollauf, auch so. Auch fein schneiden bitte. So, dann Tomaten. Halbieren. Das ist nicht fein, ganz so Partel schneiden. So, dann kochen wir. Gemüse rein, aber lieber immer ein bisschen zum Beispiel Kartoffeln, Mühlen, das ganz fein geschnitten, aber ein bisschen gesprochen, ne? Dann erst einmal das rein. Aber das wurde auch, mache ich rein. So, sieht man auch schon weich Gemüse, aber gucken wir. Ja, schon gut. Dann nehmen wir Bouillon. Das mache ich rein. Immer bitte hartes Dingen erst einmal kochen, die weiße ist immer später. So, eigentlich schon dann fertig. Mache ich jetzt Feuer aus. Dann nächste kommt die Miso-Paste rein. So. Habe ich schon die Feuer ausgemacht, das bitte, das ist wichtig. Und nicht Miso, alles nicht direkt hier rein. Also Otama, so Suppenlöffel. Ich auch. Upsala. Ich lasse ein hier. Dann ein bisschen so Wasser rein. So, damit es so ausrutscht.
ganz ruhig. Das ist dann Miso-Suppe wichtigste. Nicht, wie gesagt, nicht direkt rein, dann ein bisschen so ausrührt, dann kommt ein bisschen hier Wasser noch. So, dick man schon bis fast gerutscht hat, dann mache ich hier rein. Dann umrührt. So. Dann mache ich abschmecken. Auch sehr wichtig zu arbeiten. Ja, ich finde sehr gut. Dann mache ich noch ein bisschen Dichmann. Habe ich schon ein bisschen mehr vorbereitet, aber immer besser, jeder Geschmacksdinge abschmecken bitte. Wenn man weniger will, dann weniger machen. Wer messen, dann mehr allein. Okay? Dann nochmal wieder Feuer an, aber ganz kleine Hitze oder so mittlere Hitze. Und das ist auch sehr wichtig, bitte nicht kochen. Okay? Das sonst Miso-Paste Flavor verloren. Langsam kleine Welle kommt. Ja, das heißt fertig. Machen wir das. Das ist meine Lieblingsholzschale. Das ist sehr schön. Dann hier rein.